1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Jo! Liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir sind erstmal unter uns, das heißt in einem kleinen Kreis hier bei 1Live im Radio und bei 1Festival im ARD-Fernsehen. Und das WDR-Fernsehen kommt gleich erst dazu. Ich begrüße euch sehr herzlich, schön, dass ihr da seid. Wir sind live wieder hier und das heißt ja am Dienstag mit einer freien Themennacht. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann nur zu, wählt 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Mein erster Anrufer heute Nacht ist der Uli und Uli ist 35 Jahre. Hallo Uli. Ja, hallo, aber ach, ich bin eine Die. Eine Frau. Bei Uli weiß man jetzt nie so genau. Ja, Uli, also der Mädel. Die. Ein junges Mädel, 35 Jahre alt. Ja, heute geht es eigentlich um das Thema mit Arnold Schwarzenegger, mit der Todesstrafe. Ach ja. Ich wollte eigentlich deine Meinung dazu hören und ja, und ich habe halt im Freundes- und Bekanntenkreis sowie auch Familie und etc. mit Nachbarn, also das ist heute das Top-Gesprächsthema. Ist es wahr? Ist es so? Also das zieht sich hier echt die Runde, jeder quatscht ihn auf die Straße an, hast schon gehört, der ist doch verurteilt worden. Mhm. Ehrlich, so ein großes Thema ist das? Ja, das wird hier richtig breit getreten, weil sie auch alle so schockiert sind, ne? Ja. Was hat das mit Hamburg zu tun? Das ist Zufall, weil du da wohnst. Ja, genau, und ich weiß nicht, aber viele Leute beschäftigen sich hier auch mit dem Thema. Und es ging jetzt die ganze Zeit, das war einfach auch so, dass wir auch unterwegs in den Straßen, da haben wir auch Kerzen gesehen, dann waren die Schilder aufgestellt, dann waren Bilder da aufgestellt mit... Habe ich hier in Köln nichts gesehen von. Ja, vielleicht ist das hier ein bisschen präsenter. Vielleicht. Ja, vielleicht gibt es da auch Initiativen mehr oder so etwas. Auf jeden Fall, der Mann ist heute Morgen hingerichtet worden. Ja, unglaublich. Ganz grausam. Mhm. Ich bin sowieso gegen die Todesstrafe und in meinem Freundes- und Bekanntenkreis auch. Und ich habe heute so gedacht, was mag in einem Mann vorgehen, der das hätte verhindern können? Also sprich jetzt Arnold Schwarzenegger. Also Arnold Schwarzenegger ging es hauptsächlich nur darum, dass er wieder gewählt wird. Mhm. Er hat eigentlich nur nach seinen Beratern entsprochen behandelt. Mhm. Ich denke mal, im Begriff seines eigenen Ichs hätte er es wahrscheinlich verhindern wollen, aber er konnte es einfach nicht. Naja, deswegen frage ich, was geht so in so ganz tief in im Gewissen von Arnold Schwarzenegger vor? Glaubt er wirklich, dass es richtig ist, was er gemacht hat? Oder hat er das Gefühl, jetzt einen Menschen auf dem Gewissen zu haben? Weil er hätte ja das Leben dieses Menschen retten können. Also, ich glaube schon, dass er ein schlechtes Gewissen hat, aber ich glaube auch schon, dass er schon immer gern so ein bisschen die Macht ausgespielt hat. Mhm. Es gab ja auch zahlreiche Proteste in den USA, da hat er natürlich diese Macht auch ausgespielt. Er hat auch viele Leute, gerade in der politischen Ebene, hat er natürlich auch ausgespielt. Ja. Da gab es ja auch viele Berichte drüber. Und ich finde, das ist einfach vom menschlichen Verstand her, ist es unvorstellbar, weil es wird Gleiches mit Gleichem vergolten. Und ich glaube, wir haben so eine kleine Doppelung. Ne? Wenn ich spreche, hörst du mich nicht sofort. Ne? Kann das sein? Ja, das kann sein. Ja, so war es nämlich gerade. Ja. Ich finde es auch unfassbar, Uli, muss ich dir sagen. Ich finde es eine große zivilisatorische Errungenschaft, dass wir eben keine Todesstrafe mehr haben und dass dieses Land, welches sich immer gebärdet als der große demokratische Führer und sich für Menschenrechte weltweit einzusetzen versucht oder vorgibt, im eigenen Land so etwas zu machen. Ich finde das auch entsetzlich und skandalös. Und ich finde auch, dieser Mensch hat ja nun wirklich auch gezeigt, dass man sich wirklich ändern kann. Und dass er jetzt wirklich unschuldig dort ins Gefängnis damals gekommen ist und für die Todesstrafe halt eben auch verurteilt wurde damals. Er hat es ja bis heute bestritten. Es ist ja noch nicht definitiv aber man kann nicht sagen, dass er wirklich definitiv der Mörder war. Ja, aber man kann auch nicht sagen, dass er unschuldig sitzt. Das kann man auch nicht sagen. Mhm. Aber ich finde, wenn das so umstritten ist, das ganze ich sag mal, das ganze Feld, was in der politischen Ebene auch so abläuft. Mhm. Was meinst du, wie viele Menschen schon hingerichtet worden sind, vermute ich, in den USA, die wirklich unschuldig sind? Oder es gibt auch Beispiele, wo man das im Nachhinein hat ermittelt und das kam dann raus. Wie ist denn deine Auffassung, Uli? Es gibt ja in Deutschland auch immer wieder den Ruf nach der Todesstrafe bei schweren
Straftaten im Bereich Kindesmissbrauch und Kindestötung, Kindesmord. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, in unserer Nachbarschaft ist ja auch dieses kleine Mädchen hier ermordet worden von den Nachbarsjungen, die Angelina. Mhm. Und das hat uns so erschreckt, da haben wir alle gesagt, Mensch, dieser Mann, der müsste echt hingerichtet werden. Mhm. Also da haben wir auch geflucht, bis zum geht nicht mehr, weil das hat uns alle ja so mitgenommen. Und wir haben immer gesagt, Mensch, solche Menschen dürften nicht mehr leben. Mhm. Aber eigentlich ist das unfair, weil ich finde, das ist eine Strafe genug, wenn die hinter Gittern sitzen und wirklich 10, 20 Jahre abbüßen. Kannst du Opfer oder sagen wir die Verwandten von Opfern, die Angehörigen, die Hinterbliebenen von Opfern verstehen, die nach der Todesstrafe rufen? Ja, natürlich kann ich die verstehen. Das ist erstmal die Wut, der Hass und die Trauer, die sie mitmachen. Aber ich sage mir auch immer wieder, das ist wieder Gleiches mit Gleichem vergolten. Mhm. Das darf man halt nicht. Mhm. Man muss irgendwo ein bisschen wachsam bleiben. Bist du engagiert in irgendeiner Gruppe von Amnesty International oder in irgendeiner anderen ähnlichen Gruppierung? Nein, eigentlich nicht. Ich bin eigentlich ein ziemlich neutraler Mensch, aber ja. ich wirke gerne mit. Also wenn irgendwo wirklich Demos oder irgendwelche Veranstaltungen sind, wo gerade, wenn es wegen Bestrafung geht, von Kindermord und Vergewaltigung etc., also da bin ich schon engagiert. Mhm. Und ich würde es auch immer wieder tun, weil man sieht das ja auch auf der Straße. Es passiert hier wirklich in der Nachbarschaft. Das ist unvorstellbar. Man sagt immer zu sich selber, ja, dein Kind kann allein von der Schule aus nach Hause gehen, das kriegt sich schon hin, der Weg ist nicht so weit. Aber da es jetzt unmittelbar in der Nachbarschaft passiert ist, traut man sich das auch nicht mehr selbst, dem Kind einfach das anzuvertrauen, so von wegen, mein Kind muss irgendwann auch erwachsen werden, mein Kind muss irgendwo mit ihrer Umwelt und mit ihrem Umfeld vertraut sein. Also ich weiß jetzt... Ich allein nach Hause gehen können. Ja. Aber das traut man sich wirklich nicht. Mehr. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Fälle im Moment immer noch auf Wachtepositionen quasi liegen in Amerika. Aber traurigerweise wird sicher der nächste Fall bald auftauchen und die Diskussion wird wieder von Anfang beginnen und hoffentlich hat es irgendwann einen Erfolg oder vielleicht gibt es irgendwann eine Umstimmung in den Vereinigten Staaten, dass man die Todesstrafe auch zur Diskussion wieder stellt. Wir wollen es gemeinsam hoffen. Auswirkungen. Mit dem heutigen Tag hat es wirklich Auswirkungen, auch in Amerika, weil er war ja nur sehr berühmt, hat viele Kindergeschichten geschrieben, er hat in Zeitschriften, Jugendzeitschriften, so wie bei uns die Girl oder die Bravo etc., da hat er Aufklärungstexte geschrieben und etc. Wir hoffen das mal gemeinsam, Uli. Ich danke für deine Meinungsäußerung und wünsche alles Gute. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Okay, tschüss. Entschuldigt, wenn ich da immer so drauf gesprochen habe, aber die Uli hat mich wirklich nicht verstehen können. So, jetzt haben wir 2:08 Uhr und gerade läuft der Vorspann im WDR-Fernsehen und jetzt begrüßen wir auch noch die restlichen Menschen, die noch wach sind. Herzlich willkommen, ihr lieben Leute im WDR-Fernsehen. Schön, dass ihr auch da seid. Wir sind ein bisschen später hier im Fernsehen, aber wir haben schon angefangen im Radio. Ihr seid auch da, das ist gut, das ist schön. Wir haben eine Freitemennacht und jetzt können wir richtig loslegen. Also, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, meldet euch bei mir unter 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. So, meine erste Gesprächspartnerin heute Abend ist die Saskia, 36 Jahre alt. Hallo Saskia. Ja, hallo Domian. Wir beide haben am Freitag miteinander gesprochen, am Ende der Sendung. Und da war es ein bisschen knapp und da habe ich gesagt, wir verabreden uns erneut für Dienstagabend, also für jetzt, weil ich unbedingt mit dir weitersprechen wollte. Ich fasse mal so grob zusammen, was du erzählt hast. Du hast erzählt, du bist Kind einer großen Familie, nämlich es waren 5 Geschwister insgesamt. 6. Also mit dir 6. Richtig. Genau, mit dir insgesamt 6 Leute, ja. Und dass deine Mutter, du hast sie als eine sehr brutale und gewalttätige Person beschrieben, nämlich dass sie versucht hat, ein jedes ihrer 6 Kinder zu töten. Du hast davon gesprochen, dass ein Bruder aus dem Fenster geschmissen worden ist, dass ein anderes Kind mit Spiritus überschüttet worden ist, damit es verbrennt. Dir selbst, magst du vielleicht nochmal kurz sagen, was deine Mutter mit dir gemacht hat? Ja, die hat versucht, bei der Geburt eben halt eine Stricknadel durch den Bauch durchzuziehen. Unfassbar. Und eben halt bin ich dann weggenommen worden und
bin dann durch meine Tante und durch meinen Vater aus dem Krankenhaus entführt worden, sodass es nicht das nochmal passiert. Mhm. Aber eben halt auch bei alle 6 Kindern. Die Frau hätte eigentlich gar keine Kinder haben dürfen. Ja, jetzt frage ich nochmal, das habe ich nicht mehr genau in Erinnerung. Du bist von der Frau weggenommen worden, aber bist dann hinterher wieder in die Familie gekommen, ne? Ja, das ist richtig, ja. Ja. Und wir waren so weit am Freitag, dass du erzählt hast, dass die Behörden das irgendwann bemerkt haben und dass dann deine Familie, der Vater, die Mutter und ihr Kinder geflohen seid. Ja. Bis nach Spanien, kreuz und quer durch Europa. Ja, richtig. Ja. Erzähl mal weiter, wie das dann weiterging. Wir sind eben halt geflohen, auch dass mein Vater auch gesucht worden war. Dass er versucht hat, meine Mutter war ja damals ins Gefängnis gekommen, eben halt auch durch solche Vorfälle. Mhm. Und zur damaligen Zeit hat er ihr den Ausbruch verholfen und die waren gesucht worden, mein Vater. Ja. Und ist dann eben halt durch Europa geflüchtet. Ja. Wo seid ihr untergetaucht? Wir hatten ja einen riesen Karawan gehabt. Ein Karawan, mhm. Und da haben wir auch drin gewohnt. Wenn du das weitererzählst, muss ich noch was anderes fragen. Ja. Du sagst, deine Mutter hat versucht, dich, als du noch nicht geboren warst, mit einer Stricknadel. Wo ich geboren war. Als du geboren warst schon. Ja. Dich mit einer Stricknadel, mit einer Stricknadel zu ermorden. Ja. Wie schwer warst du da als Baby verletzt? Weiß ich nicht. Ja, ich meine, ich schätze mal, dass sie sind genau rechtzeitig reingekommen. Mhm. Und dass zu der Zeitpunkt war ihren Vater auch kurz davor verstorben. Ja. Ich glaube, 20 Tage vor meiner Geburt war ihr Vater gestorben, die sie sehr geliebt hatte. Und dann war ich natürlich im Wege. Mhm. Also du weißt nicht, wie schwer die Verletzungen waren. Warum bist du dann wieder zurück in diese Familie gekommen? Warum hat das Jugendamt dich nicht da rausgeholt? Ja, das könnte man bei alle 6 Kinder fragen, ob das jetzt mein Bruder. Zum Beispiel. Mhm. Ne, der ist tatsächlich mit Spiritus übergossen worden und auch angezündet. Mhm. Er hat bis heute Tage hat er noch Brandzeichen am Kopf, am Körper. Warum haben die Behörden euch wieder zurückgegeben in diese Familie? Was sagen die Behörden selber, wir sind von teilweise vom Heim rein, Heim raus, durch Abdeckung und auch durch Angst in die gegenseitige Familie. Das heißt, man hat eigentlich geschwiegen. Also die Behörden hatten Angst? Was sagen die Kinder, aber auch mein Vater. Mein Vater ist immer gedroht worden von meiner Mutter. Mhm. Trotzdem frage ich nochmal, die Behörden wussten, was da los ist. Die haben mal ein Kind oder vielleicht mehrere Kinder mal eine Weile weggenommen, aber dann wieder zurückgegeben in diese Familie. Warum? Warum? Das ist eine Frage, die man sich selbst nicht stellen sollte. Also du machst im Nachhinein den Behörden große Vorwürfe? Ist eigentlich unfassbar. Ich denke, kann man selbst eigentlich nicht vorstellen, dass man, wenn eine Mutter so 6 Kinder und nicht nur einmal, mehrmals, war ich ja noch Baby und das danach noch mehrmals passiert, außerhalb des Landes. Ich frage nochmal, du machst auch den Behörden einen großen Vorwurf, dass man euch nicht geschützt hat vor der Frau. Selbstverständlich. Ja, jetzt, wenn so viele schlimme Dinge vorgefallen sind, ist es, hat sie denn irgendwann ein Kind ermordet? Oder sind alle durchgekommen irgendwie? Heutzutage, meine Mutter ist ja selbst verstorben, aber trotzdem mit den Jahren sind schon 2 verstorben. Als Folge von den Verletzungen? Nein, nicht als Folge, aber durch psychische Probleme. Und eben halt, ob das nun Selbstmord ist oder Drogen ist. Verstehe. Oder eben halt, gibt es auch andere Möglichkeiten. Und ich erwarte auch die nächste 2, wenn die herkommen. Ne? Du erwartest, dass bald wieder jemand stirbt? Ja. Mhm. Du bist jetzt 36 Jahre alt. Warst du damals die Jüngste? Oder ja, ich bin ein Baby. Die Allerkleinste warst du. Wann ist deine Mutter gestorben? Der ist, glaube ich, 94 gestorben. Ja. Hattest du mit ihr noch Kontakt zum Schluss? Nein. Hat eines von den Kindern, die Mutter
als ihr erwachsen wart, angezeigt? Nein. Warum nicht? Der Geschichte ist so lang und es sind so viele Sachen passiert. Ich meine, ich bin ja auch vergewaltigt worden. Meine Brüder, es sind ja eigentlich... Also eine absolut kaputte Familie. Man kann das nicht... Es ist einfach zu viel, um aufzusagen. Wir sind verfolgt worden durch die Polizei. Warst du froh, als deine Mutter gestorben war? Ja, da hatte ich Probleme. Ich war natürlich sehr froh darüber. Ich war richtig eigentlich erleichtert. Ja. Andererseits auch war ich etwas irritiert, weil es ist natürlich ein, es ist, die hat mich geboren und man wird auch erwachsen und trotzdem denkt man, ja, es ist irgendwie merkwürdig. Wie du magst, vorhin jeder liebt seine Mutter und man ist wirklich froh, oder? Ach Gott sei Dank, endlich ist man erlöst. Lebt der Vater noch? Ja, der Vater lebt noch. Hast du mit dem Kontakt? Ja. Was sagt der denn zu diesem Drama, was in eurer Vergangenheit stattgefunden hat? Ja, der war natürlich mitbeteiligt. Mhm. Und, das heißt, du gibst ihm auch eine Schuld? Selbstverständlich, ja. Ja. Sagst du ihm das auch? Hast du ihm das schon gesagt? Ja, natürlich, er ist schuld. Er ist schuld, er hat uns teilweise das Leben gerettet, aber wenn er nicht gewesen wäre... Hätten wir alle nicht überlebt. Naja. Wie ist dein Verhältnis heute zu dem Vater? Das Verhältnis ist gut. Ja? Wir können uns umarmen, alles drum und dran. Mhm. Obwohl der hat sehr viele Fehler gemacht. Sehr viele Fehler. Kannst du ihm das verzeihen, was er für Fehler gemacht hat? Er ist Mensch, jeder Mensch macht Fehler. Wie ist es dir gelungen, Saskia, du machst ja einen relativ normalen Eindruck. Natürlich kann man das nicht in ein paar Minuten Gespräche am Telefon beurteilen, aber das, was du jetzt hast nur anreißen können in eurer Vergangenheit, ist so dramatisch und so schlimm, dass es fast schon normal wäre, dass da psychische Wracks rauskommen, dass die Menschen einfach kaputt sind. Wie ist es dir gelungen, deinen Halt zu finden wieder? Ja. Erstens ist es so, dass ich, das war ja eben nur eben halt ein Anfang, eine ganz kleine Geschichte, das ist natürlich viel mehr passiert und auch dramatische Sachen. Es ist so, dass ich von Anfang, von 0 bis 8 Jahre einen Gedächtnisverlust habe. Ach so, naja. Und das, was ich von 0 bis 8 Jahre weiß, weiß ich von meinen Geschwistern. Und das hat mir eigentlich vieles geholfen, nehme ich an. Hast du im Nachhinein oder jetzt als erwachsene Frau auch irgendwann eine Psychotherapie mal gemacht oder warst du beim Psychiater? Hast du medizinische Hilfe in Anspruch genommen? Nein. Nicht? Nein. Wenn das so wäre, dann könnte ich denen erzählen, was man machen soll und was man nicht machen soll. Wenn man so viel Negatives erfährt, weiß man, was man nicht machen soll. Ja, ich muss dir wirklich sagen, ich bin wirklich fassungslos von dieser Geschichte, die wir natürlich wahrscheinlich nur ein Tausendstel jetzt haben aufrollen können. Das schafft man gar nicht im Rahmen einer solchen Sendung. So das so ganz spontan vom Gefühl her, ich denke, dass du schon eine Hilfe brauchst, weil ich mir gar nicht vorstellen kann, wie man alleine mit so etwas fertig wird. Ja. Gibt natürlich, es sind auch viele Sachen auch passiert. Wir sind auch nach Amerika gewesen, auch jetzt vorhin habe ich das auch mitgekriegt. Mhm. Die Sache, bin ich auch teilweise auch anderer Meinung. Ich bin in sehr vielen 5 Sprachen sprechen und ich habe wirklich sehr viel von überhaupt übersee, überall alles mitgekriegt. Ja. Und ich denke mir, auch wo meine Mutter lebte und wie auch irgendwann auch zurückgekommen sind, es sind so viele Sachen passiert, auch sie ja eingeschlossen gewesen, 9 Monate lang in einer Wohnung. Weißt du, Saskia, wir können deiner Geschichte nicht gerecht werden in dieser Sendung. Weil ich weiß, wir könnten uns eine Stunde unterhalten. Und wahrscheinlich hättest du dann immer noch nicht alles erzählt. Nein. Ich bin nur sehr betroffen davon, was du erzählt hast. Und erahne, aber wirklich auch nur, ich kann das nur erahnen, was für eine Erschütterung in dir stattgefunden hat als Kind. Ich würde gerne das Gespräch jetzt hier auf dem Sender abbrechen. Ja. Und möchte gerne, dass du von uns jetzt nochmal angerufen wirst, und zwar von meinem Psychologen, von dem Peter. Dann könnt ihr in Ruhe mal weitersprechen und auch vielleicht gemeinsam mal überlegen, wie wir
dir vielleicht noch ein wenig helfen können. Ja, gerne. Okay, dann wünsche ich dir von Herzen alles Gute. Viel Erfolg. Das wünsche ich dir auch und alles Gute. Danke. Gleich. Tschüss. So, meine Lieben, wir sind live wieder hier. Gestern hatten wir eine Wiederholung von Samstaglaufen. Jetzt sind wir live hier im Radio und im Fernsehen. Schön, dass ihr auch da seid. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, dann meldet euch unter 0800 220 5050. Wir haben eine freie Themennacht. Ich sage euch jetzt schon mal unser Thema am Donnerstag, übermorgen. Da haben wir immer eine Themennacht. Da heißt das Thema, ich trage ein Geheimnis in mir. Ich möchte gerne mit euch über Geheimnisse reden. Vielleicht über Dinge, die ihr noch nie jemandem erzählt habt. Ich trage ein Geheimnis in mir, ist unser Thema übermorgen. Jetzt geht es weiter mit Susanne. Und Susanne ist 45 Jahre alt. Hallo Susanne. Ja, hallo Domian. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Also erstmal muss ich sagen, ich bin ganz, ganz schrecklich aufgeregt. Ja. Und bin auch gar nicht der Typ, der irgendwo anruft, mitten in der Nacht. Weißt du, ich bin inzwischen so verzweifelt, dass ich mich einfach jetzt getraut habe. Das ist auch gut so. Und zwar habe ich ein Riesenproblem. Und zwar habe ich Schluckbeschwerden. Ach. Seit ungefähr 2 Jahren. Was heißt das? Du kannst nicht normal schlucken? Nein, ich kontrolliere das. Also du machst daraus einen bewussten Prozess. Genau. So unser eins schluckt so, wie man mit den Augen auf und zu macht. Genau. Und du denkst drüber nach? Ich denke drüber nach, weil mir vor 2 Jahren ist mir das mal in einem Eiskaffee passiert. Da habe ich mich ganz schrecklich verschluckt. Und du weißt ja, sowas ist ja peinlich. Mhm. Und das ist mir dann 2 Mal hintereinander passiert. Und seitdem versuche ich also das immer zu kontrollieren. Und das ist jetzt also so weit, dass ich also Einladungen grundsätzlich fast nicht mehr annehme oder draußen essen gehe oder einen Kaffee trinken gehe. Und wenn ich dann einen Kaffee trinken gehe, dann versuche ich möglichst mich in irgendeine Ecke zu setzen, wo mich dann keiner sieht. Warum? Weil ich Angst habe davor, mich immer zu verschlucken. Ach so. Und dass das dann halt die Leute sehen. Du hast Angst, nicht, dass die bemerken, dass du bewusst schluckst, sondern dass du dich eventuell verschlucken könntest. Auch. Und beides. Aber man sieht das doch wahrscheinlich gar nicht, wenn du in einem Café sitzt, dass du bewusst schluckst. Gut, die sehen das nicht und das ist mir eigentlich auch bewusst, nur ich denke immer darüber nach. Ja. Es ist also wirklich so in meinem Kopf fest, dass ich also wirklich, egal ob ich auch zu Hause bin, was trinke, was esse, ich muss das immer kontrollieren. Ist das jetzt während unseres Gesprächs auch so? Ja. Dass du im Hinterkopf nachdenkst, jetzt muss ich gleich mal... Nee, jetzt bin ich ganz, wie gesagt, schrecklich aufgeregt und muss auch dauernd schlucken. Ja. Und ich spüre es halt immer, weil ein normaler Mensch in Anführungszeichen, der denkt nicht darüber nach. Weil wenn ich jetzt mit dir rede, dann schluckt man ja auch, was du ja wahrscheinlich auch machen wirst. Ja. Und ich merke aber jedes Schlucken. Ja. Und dadurch hast du Angst, dass man das auch bemerkt? Genau, und das ist mir sehr unangenehm. Genau, ja. Und das Ganze ist ausgelöst worden durch einen diesen Anfall da, den du hattest. Ja. Vorher war alles ganz normal. Vorher war alles völlig normal. Und das geht 2 Jahre jetzt, oder, sagst du? Mindestens 2 Jahre. Ein bisschen länger. Gibt es denn mal irgendeine Situation oder einen Gefühlszustand, wo selbst du es nicht kontrollierst? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Nein, also gibt es irgendein Gefühl, wo du nicht an Schlucken denkst? Ein besonderes Glücksgefühl oder... Ja, wenn ich vielleicht so in einem netten Gespräch bin oder wenn ich jetzt ich habe zum Beispiel hier in der Wohnung was gestrichen und dann, wenn ich dann mich beschäftige, dann kann ich es eigentlich ausschalten. Aber sobald ich damit fertig bin, dann ist es sofort wieder da. Dann denke ich auch, gut, du hast jetzt die ganze Zeit nicht daran gedacht und plötzlich ist es wieder da. Oder ich mache irgendwas und denke dann, oh, du hast aber Durst, gehst mal in die Küche, bis zum Kühlschrank geht's dann. Und sobald ich dann die Flasche nehme oder eine Tasse oder was auch immer, dann ist das wieder da. Kommt es denn dadurch, auch dass du dich öfters verschluckst als früher? Ja. Das auch, weil du so bewusst alles machst? Ja. Bist du verheiratet? Ja. Hast du auch Kinder? Ja. Wie viel? 3. 3. Wie alt sind die? 8, 16 und 12. Versuchst du das von den Kindern zu verheimlichen? Nein, von meiner Familie eigentlich nicht. Die wissen Bescheid. Die wissen das. Mhm. Es wissen auch einige gute Freunde von mir, die wissen das auch.
Jetzt muss ich auch schon auf meinen Schuppen achten, wenn du das gerade so erzählt hast. Also, ja, das ist wirklich, das ist so unangenehm. Und wie gesagt, meine ganze Lebensqualität geht irgendwie verloren. Ja. Dadurch, dass man sich halt nicht mehr so normal bewegen kann. Und dadurch, dass du nicht, wenn dir kalt ist auf dem Weihnachtsmarkt, dass du denkst, so, jetzt trinkst du einen Glühwein. Ach nee, komm, lass es. Und aber das ist ja ganz eindeutig ein psychisches Phänomen, ein Problem. Ja, ich bin ja auch seit 2 Jahren, also seit 2 Jahren in psychologischer Behandlung. Bist du? Ja, und? Ja. Und das hat nichts genutzt seit über zwei Jahren. Jetzt noch nichts. Ja, dann ist es ist manchmal, habe ich das Gefühl, so jetzt ist es besser, aber es holt mich irgendwie immer wieder ein. Was ist das für eine Therapie, die du machst? Das ist eine Psychologin, die mich, also eine Gesprächstherapie. Eine Gesprächstherapie. Und du bist alleine mit der, mit der Frau. Mhm. Mhm. Und geht es in diesen Gesprächen auch sehr oft um dieses Phänomen oder redet ihr über alles Mögliche? Auch über alles Mögliche eigentlich. Mhm. Hast du ansatzweise eine Verbesserung feststellen können, seitdem du bei der Frau bist? Zeitweise, muss ich das sagen. Zeitweise ist es wirklich besser. Mhm. Und dann holt es mich aber irgendwie wieder ein und dann bin ich wieder in dem gleichen... Mein gesunder Menschenverstand, mehr oder weniger gesunder Menschenverstand, würde sagen, da bist du bei der falschen Frau. Wenn das nach so langer Zeit nur so wenig sich verändert hat, im Großen und Ganzen es sich ja nicht verändert hat, kann man ja sagen, dann macht die da was falsch. Dann bist du da nicht in den richtigen Händen. Mhm. Weil ich könnte mir vorstellen, ich weiß es nicht, dass das für einen guten Psychologen, der richtig Ahnung hat und der vielleicht auch in diesem Bereich sehr fundiertes Wissen hat und Erfahrung hat, müsste das doch zu schaffen sein, dieses wieder so hinzukriegen, man muss das in dein Unterbewusstsein verbannen. Mhm. Ne? So muss es sein. Ja, ja, und was ich jetzt eigentlich auch gehofft habe mit diesem Anruf, dass vielleicht Leute wirklich auch vor dem Fernseher sitzen, die so ein Problem auch haben, weil ich habe auch schon im Internet geguckt, es gibt Leute, die das Problem haben. Ja. Und dass die mir vielleicht mal schreiben könnten, auch ob die, was die gemacht haben und was ihnen vielleicht geholfen hat. Und gute Idee. Also, das wäre für mich eine riesengroße Hilfe, wenn ich schon nur mal einen kennen würde, der auch das Problem hat. Ja. Also, ich muss dir sagen, mir war das bisher fremd, dieses Problem. Ich wusste nicht, dass es das gibt. Aber es gibt so viele Sachen, ich bin ja immer wieder erstaunt hier. Ja. Also, ihr Lieben, wenn sich jemand angesprochen fühlt, es werden nicht sehr viele sein, aber wenn sich jemand angesprochen fühlt, von dem, was Susanne gerade erzählt hat, dass man bewusst schluckt und deshalb völlig aus der Bahn gerät, weil man nur noch ans Schlucken denkt und sich verschluckt und so weiter, dann mailt uns doch bitte domian@rde und dann stellen wir den Kontakt her. Vielleicht kannst du ja über so eine Person auch an einen guten Psychologen oder Psychiater kommen, der dir hilft. Ja. Könnte ja sein. Also das ist ja dann so ein Schneeballeffekt unter Umständen. Ja, das war jetzt wirklich auch so mein Gedanke, den ich hatte, dass ich anrufe. Also, dann hoffen wir, dass das so ist. Ansonsten würde ich wirklich an der Stelle nochmal drüber nachdenken, ob du da nicht besser einen Wechsel des Psychologen vornehmen solltest. Ja, super. Ja. Alles Liebe, Susanne. Dankeschön. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Das muss ich auch nochmal schlucken. Das ist wirklich irre. Wenn man da bewusst immer dran denkt, glaube ich, dass man da sehr verspannt wird. Wenn man bewusst immer schluckt. Jetzt will ich das schnell wieder vergessen, sonst kann ich mir das hier in meinem Job nun überhaupt nicht erlauben. Hier ist Renate und Renate ist 36 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, Renate. Um was geht's bei dir? Ach, meine Geschichte ist extrem lang, aber kurz gefasst, ich bin seit 19 Jahren mit meinem Mann zusammen, 15 Jahre verheiratet, habe 2 Söhne. Wie alt sind die Söhne? 13 und 15. Ja. Unsere Ehe war eigentlich wunderbar, keine Geldsorgen, Wohnsorgen, Arbeitssorgen oder sonstiges. Mhm. Und habe gemerkt, dass die letzten Monate mein Mann sich vom Verhalten etwas geändert hat, indem dass er weniger mit mir gesprochen hat, beziehungsweise sehr häufig mit dem Hund rausgegangen ist, sein Handy auch stumm geschalten hat oder Vibration. Aber erst in den letzten Monaten? Also im Oktober ist es losgegangen, wo ich gemerkt habe, irgendwas stimmt nicht. Ja. Ich habe ihn darauf angesprochen und er sagte immer, ich halte diesen Druck nicht aus. Ich muss dazu sagen, er ist ein trockener Alkoholiker, geht regelmäßig in seine Gruppe, ist mittlerweile auch schon auf dem Weg, Suchthelfer zu werden. Ja. Wie lange ist er trocken?
5 Jahre. 5 Jahre. Und wie lange war er Alkoholiker oder aktiver Alkoholiker? Eigentlich ab seinem 16. Lebensjahr, mittlerweile ist er 42. Aha, das heißt also die ganze Zeit eures Kennenlernens und lange Zeit eurer gemeinsamen Beziehung, hattest du einen Alkoholiker an der Seite? Also, wie wir uns kennengelernt haben, war er Alkoholiker. Ich kannte mich damals nicht aus, was Alkoholiker bedeutet. Jedenfalls nach kurzer Zeit ist er arbeitslos geworden, hat seine erste Therapie gemacht. Langzeittherapie, ist zurückgekommen und hat einen Rückfall gebaut. Also war das sicher doch auch eine Belastung für eure Ehe in all den Jahren, oder? Ja, also es war so gewesen, es ging irgendwann nicht mehr, er hat zugeschlagen, laufen Polizeieinsatz. Er hat zugeschlagen, nicht so schnell, er hat dich geschlagen. Ja, ja, also er hat zugeschlagen, also die Kinder hat er nie angefasst, muss ich sagen. Aber dich? Aber mich. Oft. Also es war teilweise täglich auch gewesen. Und trotzdem bist du bei ihm geblieben. Ja, jedenfalls, ich habe dann 98 so weit gebracht, dass er ausgezogen ist, habe auch die Scheidung eingereicht. Ich habe ihm eine Wohnung besorgt, ich habe ihm trotzdem den Kontakt gehalten, ich habe ihm die Wäsche gemacht und ich habe ihn eigentlich nie fallen lassen. So, jetzt habe ich schon verstanden, dass da eine ganze Menge passiert ist und habe so eine Ahnung von eurer Vergangenheit. Ja, jetzt jedenfalls, er kam dann 2000 zurück, dann war wieder Familienzusammenführung. Also bis Oktober war ich in der Meinung, dass ich eine traumhafte Ehe führe. Oktober diesen Jahres? Ja. So, jetzt sagt er, ich halte diesen Druck nicht mehr aus. Er hat aber nie gesprochen, über was für Druck. Das wollte ich gerade fragen. Was für ein Druck? Ja, ich habe ihn darauf angesprochen und er hat immer gesagt, ich halte diesen Druck nicht aus, ich bin rückfallgefährdet, ich würde ihn unterdrücken, ich würde ihm auf den Gefühlen trampeln, ich würde ihn nicht ernst nehmen, ich würde ihn bemuttern. Mag möglich sein, ich habe sehr, sehr viele Fehler gemacht, ich habe ihn behandelt wie ein rohes Ei und habe ihn auf ein Tablett getragen. Das ist ja schon eine ganze Menge, was du da gerade gesagt hast. Ja. Was er dir auch vorwirft. Ja. Das sind ja sehr konkrete Sachen. Ja. Aber ich habe diese Warnungen nicht ernst genommen. Wie ist der aktuelle Stand heute? Der aktuelle Stand ist heute so, dass ich am 13. November durch Zufall sein Handy in die Hand bekam und habe seine SMS an seine Geliebte alle gelesen. Und zwar habe auch... Das heißt, du hast geschnüffelt? Ja. Sagen wir es klar. So, das heißt, er hat eine Geliebte? Also es war so gewesen, ich habe geschnüffelt, diese Geliebte angerufen, ganz normal gesprochen und sagte ihr, warum sie sich in eine Ehe drängt. Da teilte mir diese Frau mit. Ich hätte angeblich seit 2 Jahren einen Geliebter, ein fester Freund. Mein Mann wäre nicht ausgezogen, weil er nicht die passende Wohnung gefunden hätte in 2 Jahren, beziehungsweise wir hätten keine Kinder. Also hat er seine Kinder verleugnet. Also jetzt will ich noch mal unterbrechen. Also, dass du geschnüffelt hast, finde ich schon schlimm. Dass du da anrufst, finde ich auch schlimm. Was unterhältst du dich mit der Frau? Du sollst dich mit deinem Karl unterhalten. Ja, das kommt noch. So. Was sagt er denn jetzt dazu? Wie rechtfertigt er das Ganze? Also jedenfalls habe ich mit dieser Frau gesprochen. Die Frau hat dann ihn auch sofort auf dem Handy angerufen. Ja. In Anwesenheit der Kinder, rechts und links standen die Kinder, davor stand ich. Und sie wollte wissen, ob das stimmt oder nicht stimmt. Und er sagte in Anwesenheit der Kinder am Telefon, ich habe keine Kinder. Die Kinder sind natürlich sehr, sehr verletzt. An diesem Tag ist er auch dann ausgezogen zu seinem Freund. Der Freund ist 2 Hauseingänge weiter, wohnt er von uns. Renate, ist er denn im Moment auch noch bei seinem Freund? Nein, er hat mittlerweile schon seine eigene Wohnung. So, ich sag noch mal was. Ja? Ich glaube, dass das verdammt richtig ist, dass der seine eigene Wohnung hat. Ja, aber das Problem ist, also wie gesagt, wir reden ja relativ viel, bloß er hat seit diesem Auszug, 13. November, keinen Kontakt zu seinen Kindern. Das ist sehr traurig. Ich möchte, dass er den Kontakt haltet. Ja. Er kann täglich seine Kinder sehen. Ja. Er kann täglich seine Kinder anrufen. So, also nochmal stopp. Dein Mann hat gesagt, er hält den Druck nicht aus. Ja.
Heute verstehe ich, was er gemeint hat mit dem Druck. Ich verstehe das auch. So wie du jetzt hier bei mir sprichst, nimmst du einem fast die Luft weg. Und ich bin es gewohnt, mit vielen Menschen zu reden. Ist, denke ich gerade, wenn der Mann das jeden Tag und jeden Tag und jeden Tag mitmacht, ist das natürlich unter Umständen eine sehr schwierige Situation. Ich weiß, dass du das gut meinst. Davon gehe ich völlig aus. Ja. Auch was, was die Kinder anbelangt. Aber du kannst ihn nicht dazu zwingen. Ist klar. Das muss er, er ist ein erwachsener Mann. Er muss wissen, wie seine Beziehung zu seinen Kindern sein soll. Vielleicht ist wirklich das Allerklügste im Moment, einfach mal Ruhe in die ganze Sache kommen zu lassen, Abstand zu gewinnen. Und ich würde mich an deiner Stelle da wirklich erstmal komplett raushalten. Mach dem bloß keinen Druck hier, du sollst dich um deine Kinder kümmern und die Kinder wollen doch und so. Sei einfach ganz still, sag gar nichts. Ja, also mittlerweile ist es so, dass ich nämlich mich mit der Situation abgefunden habe. Ob zwar, dass ich diesen Mann abgöttisch liebe. Ich wäre sogar bereit, ihn ehrlich gesagt zurückzunehmen. Ja, Aber unter gewisse Voraussetzungen, dass er sich von dieser Frau trennt. Ja, aber das würde ich jetzt auch alles erstmal gar nicht thematisieren. Ich glaube, dass der Mann erstmal seine Ruhe braucht. Dass der Mann auch erstmal ein bisschen zu sich findet, und um zu kapieren, was er eigentlich will. Ja. Meinst du, du hast die Kraft, du bist so eine engagierte Frau. Ja. Meinst du, du hast die Kraft, dich zurückzuhalten? Ich halte mich jetzt in Zukunft zurück, aus dem Grund, weil er mir zu verstehen gegeben hat, durch die Blume, es ist ihm unangenehm, wenn ich mit ihm telefoniere. So, was willst du noch mehr? Ich habe es verstanden, wie gesagt, ich akzeptiere auch, dass ich werde auf ihn nicht mehr zugehen. Jetzt sage ich dir Folgendes, du bist eine Frau von 36 Jahren, das ist ja noch kein Alter. Du hast jetzt eine ganze Menge mitgemacht. Ja. Ich würde mir an deiner Stelle, also der Fall ist so klar, da musst du jetzt die Finger von lassen. Sowieso. Der will mit dir im Moment nichts zu tun haben. Ja. Weil du dem auf die Nerven gehst. So ist es. So muss man sagen. Wichtig finde ich ja immer, dass man aus Krisen und aus Kriegen, die man so geführt hat in seinem Leben mit Menschen und um Menschen, auch was lernt. Ich habe was daraus gelernt. Was ist das? Ich habe daraus gelernt, dass ich in Zukunft nie wieder einen Mann sowas von abgöttisch liebe. Ich habe daraus gelernt, dass ich keinen Mann mehr auf Händen trage. Ich habe daraus gelernt, lieber auf die Zähne zu beißen, wie dass ich irgendwas Falsches sage oder mache. Ja, das klingt mir nur ein kleines bisschen noch zu negativ. Vielleicht wäre es auch wichtig, einfach sich mal zu überlegen, was habe ich falsch gemacht? Das habe ich schon überlegt. Ja? Wo bin ich vielleicht zu weit gegangen? Ja, habe ich getan. Wo bin ich wirklich zu massiv? Wo bin ich zu bemutternd? Wo bin ich zu krallig vielleicht? Ich sage es jetzt mal bewusst böse. Um daraus zu lernen, dass das nicht beim nächsten Mal wieder passiert oder dass es bei deinen Kindern nicht passiert. Nee, also es ist mittlerweile so, dass ich eine Langzeittherapie, eine Tiefentherapie mache. Ah ja. Mittlerweile bin ich psychologisch, werde ich betreut und ich nehme sehr starke Antidepressiva ein. Ah ja, oh ja, da merke ich, dass schon da auch eine Indikation vorliegt, ja. Wie gesagt, also ich bin auf dem Weg, an mir zu arbeiten. So, dann möchte ich dich eigentlich nur noch ermutigen. Das finde ich gut, dass du dich eben in psychologische Hilfe begeben hast, dass du auch das so formuliert hast, was du gerade gesagt hast. Ja. Finde ich gut. Das mach weiter so. Ja. Und lass die Finger von dem Mann erstmal. Vielleicht in gewissen Zeiten. Lass mal ein bisschen ein Jahr oder so verstreichen. Ich möchte keine Zahlen nennen. Lass mal ein Jahr verstreichen. Vielleicht gibt es ja sogar wieder eine Möglichkeit, dass ihr beiden zueinander findet. Aber jetzt, glaube ich, ist das Klügste, auch für dich, für deine Perspektive, einfach zurückzugehen. Wie gesagt, ich nehme extrem starke Schlafmittel. Ich habe jede Nacht Albträume. Und solche furchtbare Albträume, dass ich die Gefahr besteht, abhängig von den Schlafmitteln zu werden. Aber ich habe jede Nacht den gleichen Traum. So, und das möchte ich gerne, dass du das mit meinem Psychologen besprichst noch. Ja, ich habe nur eine Frage. Ja? Was hältst du eigentlich grundsätzlich von Kartenlegen? Nicht viel. Nicht viel? Nö. Lass da auch mal die Finger von. In deiner Situation muss das nicht sein. Das verwirrt unter Umständen. Also ich habe es gemacht. Ich habe es machen lassen. Ja. Ich habe es machen lassen aus dem Grund, aus Neugier.
Also weil ich wissen wollte, ob was da rauskommen könnte. Ja. Lass uns das mal jetzt nicht noch weiter vertiefen, Renate. Sonst läuft uns die Zeit zu sehr davon. Ich finde, dass Leute, die gerade auch in psychischen Problemsituationen sind, sollten das nicht machen. Das ist so meine ganz private Meinung. Du legst bitte auf und wir rufen gleich nochmal an. Alles klar, schönen Abend noch. Alles Gute. Tschüss. Danke. Das war die Renate. Und hier ist die Jenny. Und Jenny ist 29. Hallo Jenny. Hallo Domian. Hallo Jenny. Weswegen rufst du an? Ich rufe an und zwar, ich habe ein Problem indirekt. Eigentlich mehr oder weniger nicht ganz so großes Problem mit meinem Freund. Erzähl. Es geht darum, dass mein Freund am liebsten jeden Tag mehrmals bis alle 2 Tage Sex mit mir möchte. Mehrmals am Tag. Wie lange seid ihr zusammen? Ungefähr 2 Jahre. 2 Jahre. Und das lässt noch nicht ein bisschen nach? So die erste Verliebtheit ist ja nun dahin eigentlich schon. Ja, das hat bei uns angefangen. Also das erste Jahr lief eigentlich ganz gut. Mhm. Wir hatten täglich Sex, wir hatten manchmal mehrmals am Tag Sex. Und da hast du auch das auch gerne mitgemacht? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Aber jetzt möchtest du gerne ein bisschen ruhiger treten. Ja, und zwar das geht darum, ich habe sehr schwere 2 Beziehungen hinter mir. Mhm. Die beide direkt vor ihm halt waren und das geht darum, ich habe öfters ganz, ganz schlimme Albträume. Ja. Mein jetziger Freund sieht aus wie mein Freund, den ich vor ihm hatte. Mhm. Der hat mich 2,5 Jahre lang täglich vergewaltigt. Mhm. Und ich bin nachts aufgewacht und habe gerade in seine Richtung halt geguckt. Beim Schlafen habe ihn angeguckt und habe halt meinen Ex-Freund in ihm gesehen. Schau mal. Weißt du, was mich denn wundert, dass du dich in deinen jetzigen Freund hast verlieben können, wo der so aussieht wie der Ex-Freund? Ja. Komisch. Also ich kannte ihn halt schon vorher, ungefähr 2 Jahre. Mhm. Und es ist halt nur eine gewisse Ähnlichkeit da. Jetzt muss ich nochmal auf die Vergangenheit zurückgehen. Ja. Wie oft, sagst du, hat er dich vergewaltigt? Täglich. Über einen Zeitraum von? 2,5 Jahren ungefähr. Du meinst also wirklich? Also 3 Monate war das halt auch ebenfalls okay gewesen. Schau mal eben, du meinst, dass sich jemand über 2 Jahre vergewaltigt hat? Wir haben zusammen bei meiner Mutter gewohnt. Und ich wurde von zu Hause relativ massiv bis sehr stark unter Druck gesetzt, dass ich die Füße still zu halten habe. Und das ging halt so weit. Ich habe Hilfe schon probiert zu suchen bei meiner Familie, bei meiner Mutter. Warum hast du dich von dem nicht getrennt? Wollte die Familie das nicht? Ich habe es psychisch nicht verkraftet. Also ich habe es mehrmals probiert. Das heißt, ich bin dann zu meiner Mutter hingegangen und habe sie gebeten, dass er zu gehen hat. Mhm. Worauf meine Mutter halt ganz klar meinte, also entweder gehe ich, aber er geht nicht. Das heißt, die Mutter hat nicht zu der Tochter gehalten, sondern zu dem Schwiegersohn in Spee. Ja. Obwohl sie ahnt oder mitbekam, dass der Sohn... Sie bekam es jede Nacht mit. Ich saß jede Nacht draußen, nachts um 4, nachdem manchmal das erste Mal vorbei war, saß ich im Flur und hab mir die Tränen ausgeheult. Daraufhin kam sie teilweise raus und meinte, ich habe leise zu sein, ich habe in mein Zimmer zu gehen, da wo er lag. Und. Aber da warst du, ich meine, du bist jetzt 29, da warst du doch auch schon eine erwachsene junge Frau. Warum bist du nicht weggegangen? Da war ich 17 halt da. Ach, da warst du 17? Ja, also ich hatte danach noch einen Freund gehabt, mit dem war ich richtig lange zusammen. Und Und mit dem war es dann besser? Also von dem erstmal auf jeden Fall ja. Ich hatte halt noch andere Sache gehabt, aber mit dem ging es so erstmal sehr viel besser. So, jetzt gehen wir mal in die Gegenwart zurück. Du bist jetzt 2 Jahre mit deinem Freund zusammen und der will so viel Sex haben, dass es dir zu viel wird. Richtig, ich fühle mich ein bisschen unter Druck gesetzt. Mhm. Weiß der von deiner Vergangenheit, was du da... Der weiß das sogar. Ja. Du hast ihm das erzählt, was du damals vor 10 Jahren ungefähr mitgemacht hast. Ja. Weiß er auch, dass du jetzt eigentlich gar nicht so eine Lust hast, so oft Sex haben zu wollen? Naja, das Problem ist einfach darin, dass es bei mir teilweise schon darin ausartet, dass ich mich richtig krass ekeln tue. Hast du es ihm so gesagt schon? Das habe ich ihm probiert zu erklären. Ich meine, wie kann man Menschen sowas erklären? Weißt Gut, du? Also, man muss es ja vielleicht sagen, dass ich mich ekle. Man kann ja sagen, ich habe keine Lust, so oft mit dir ins Bett zu gehen. Das kann man ja erstmal so sagen. Hast du es ihm so? Das habe ich ihm auf jeden Fall gesagt. Und wie reagiert er darauf? Naja, ich sag mal, er kann es erstmal so schwer verstehen, dadurch, dass wir ein Jahr kontinuierlich regelmäßig Sex hatten. Mhm.
kann er das erstmal schwer verstehen. Er versteht nicht, wie klappt das ein Jahr und dann von heute auf morgen gar nicht mehr. Ja, Dinge verändern sich eben im Leben. Ja, so ist es. Wenn du jetzt so frei entscheiden könntest, wie oft hättest du gerne Sex? Momentan eher so wie damals und das beläuft sich, ganz krass gesagt, auf mindestens 1 bis 2 Jahre, vielleicht erstmal gar nicht. Erstmal gar nicht. Oh, das ist natürlich eine Aussage. Das ist eine Aussage, die mir klar macht, wie erschöpft du bist. Völlig. Ja, oder wie vielleicht all das, was du damals vor 10 Jahren hast einstecken müssen, noch immer in dir als Verletzung präsent ist. Finde ich eine ganz wichtige Sache, Jenny, wenn du das so sagst. Wenn du sagst, ich hätte am liebsten 2 Jahre überhaupt gar keinen Sex, ich habe keinen Bock auf Sex. Naja, ich möchte erstmal von ihm diese anderen Nettigkeiten, Liebesbeweise haben. Bekommst du also, die auch nicht? Ich habe, von seiner Seite aus sagt er auf jeden Fall schon, aber ich sehe das nicht. Also, wenn wir irgendwas machen, dann möchte ich einfach, dass er mal sagt, Mensch, pass auf, ich will jetzt nicht 100.000 Küsschen am Tag von dir haben. Mhm. Ich lasse dich einfach mal, wir gehen mal weg. Mhm. Da kommt sowas ungefähr gar nicht. Also er möchte seine Küsschen regelmäßig haben und ich kann einfach nicht mehr. Also du ich stehst da unter Druck nicht mehr. Genau, haben. Ich wollte, du stehst da unter so einem Erwartungsdruck seinerseits, dass es dich erschlägt, quasi. Ja. Ich frage es nochmal, ist dem die Dramatik klar, in der du fühlst im Moment? Weiß der das, wie schlecht es dir geht? Ich denke nicht. Dann finde ich, dass es höchste Eisenbahn ist, dass du ihm das mit solcher Dramatik erklärst. Und ich würde dir auch sagen, dass du ihm gegenüber so formulierst, dass du am liebsten 2 Jahre gar keinen Sex hättest. Dann wacht er vielleicht mal auf und versteht, wie dir zumute ist. Ich lasse ihm auch zum Beispiel die Wahl, sich eine Freundin zu suchen neben mir. Mhm. Alleine halt nur für diesen sexuellen Akt. Das hast du ihm gesagt. Weil hast du ihm das gesagt? Das stelle ich ihm zur Wahl. Er kann es gerne machen, ich bleibe trotzdem bei ihm. Das hast du gesagt? Und wie hat er darauf reagiert? Er kann sich es nicht vorstellen. Mhm. Er fühlt sich dreckig. In dem Moment fühlt er sich halt so, wie ich mich eigentlich jetzt fühle. Mhm. Du liebst diesen Mann schon? Ja. Und er behandelt dich eigentlich auch ganz gut? Ja. Was heißt ganz gut? Dass ich mich selber unter Druck setze und dadurch schlecht fühle. Ja. Jenny, ich fände super wichtig, wenn ihr beiden zusammen zu einer Paarberatung gehen würdet, damit da ein normaler, ein neutraler Mensch dazwischen sitzt und euch quasi zueinander führt und euch gegenseitig erklärt, so wie du mich jetzt angerufen hast. Dass da quasi dein Freund jetzt dabei säße oder auch am Telefon wäre und man gemeinsam sprechen würde. Das fände ich ganz wichtig, damit der versteht, was in dir passiert, was mit dir los ist. Dass ein Fachmann ihm das erklärt und dass ihr zu dritt sprechen könnt. Würde er das machen? Ich hab ihn gefragt, bis jetzt sagt er noch ja, aber sicher, ich kann es mir irgendwie nicht sein oder ich habe Angst, dass ich mir nicht sicher sein kann. Hast du eigentlich auch Angst, ihn zu verlieren, wenn du noch klarer deine Wünsche formulierst? Ja, gute Frage. Einerseits nicht, weil ich dann diesen Druck von mir hätte. Mhm. Aber andererseits natürlich sehr, weil ich wohne mit ihm eigentlich von Anfang an zusammen. Jenny, du kannst mit diesem Druck nicht weiterleben. Dieser Druck, auf keinen Fall. Dieser Druck ist ein Hilfeschrei deiner Seele. Der Druck zeigt, dass da aber ganz, ganz, ganz vieles bei dir nicht in Ordnung ist, wo du einfach Hilfe brauchst. Sodass ich dir darüber hinaus, über diese Paarberatung, auch ganz dringend empfehlen würde, dass du dich selbst für dich und deine Person an einen Psychologen wendest. Aber ganz dringend. Darf ich noch kurz was dazu sagen? Bitte. Es gibt jetzt ein neues Projekt, sagt man, glaube ich, dazu. Mhm. Das geht darum, dass vielleicht hast du das mal bei RTL zum Beispiel gesehen. Das ist sowas, dass zum Beispiel ein Psychologe über einen gewissen Zeitraum erstmal mit Paaren oder mit Familien diese Konflikte probiert zu klären, indem dass er halt diese Leute voneinander hinstellt und sagt,
wo ist euer Problem ganz konkret? Mhm. Und dieses bin ich jetzt gerade mit gewissen Leuten am Starten. Und er hat halt auch gesagt, dass er da mitmachen möchte. Und das ist erstmal so ein kleiner Schritt, wo ich denke, dass ich ihn diesem Paarberatung, also... Aber nicht im Fernsehen. Das wird man danach sehen. Würde ich nicht machen. Also würde ich nicht machen. Macht das mal in der Stille, ganz alleine mit einem Psychologen. Macht das nicht bei RTL im Fernsehen. Da wäre ich dann doch sehr skeptisch, ob da nur gut was rumkommt. Ich würde gerne dich jetzt mit meinem Psychologen verbinden, dass er dir auch seine Meinung zu diesen Projekten mal erzählt und darüber hinaus dir einfach noch ein paar Tipps gibt, was ihr beide gemeinsam und was du alleine machen könntest. Das wäre sehr lieb. Ja, Jenny, da legst du auf und der Peter ruft dich an, das ist mein Psychologe. Habt ihr noch Stellen, wo man sich ansonsten hinwenden könnte? Haben wir. Kriegst du gleich genannt. Das ist cool. Okay, dann legst du bitte auf. Ich danke dir. Okay, tschüss. Ciao. Jenny, tschüss. 0800 220 5050. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter dieser Nummer oder mailt unter domian@wdr.de. Unser Thema übermorgen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt, ich trage ein Geheimnis in mir. Folglich möchte ich gerne mit Geheimnisträgern reden und mein prominenter Gast am Samstag ist der Jungschauspieler Robert Stadelober, den ihr alle kennt aus Kinofilmen wie Crazy oder Verschwende deine Jugend oder Sonnenallee. Das ist mein prominenter Gast am Samstag, Robert Stadelober. Kerstin ist hier. Kerstin ist 41 Jahre alt. Hallo Kerstin. Ja, hallo. Hallo. Ich habe dich vor einiger Zeit schon öfters geguckt, öfters gehört und habe immer gedacht, was Frauen, was Leuten so passiert und habe damals nicht gedacht, dass ich selber mal in die Situation komme, wo ich dich um Rat und frage oder gerade von dir irgendwo wertlege. Ja. Was ist passiert, Kerstin? Was ist passiert? Nach 23 Jahren, Ehejahren, ist mein Mann zu einem Stadtfest gegangen. Ich habe gearbeitet in der Nacht, kommt aus einer Bar raus, sieht vom Rücken her seine Jugendliebe, tippt sie an und dann waren 23 Ehejahre in Bach runtergegangen. Also er hat seine Jugendliebe gesehen? Ja. Das heißt, uns hat wieder gefunkt? Ja. Und er ist... Gleich die erste Nacht bei ihr geblieben. Ich kam morgens 5:30 aus der Bar, ich betreibe eine Bar. Mein Mann war nicht im Bett. Ich bin früh um 9 wieder aufgestanden, weil einkaufen fahren. Dann habe ich rumtelefoniert zu Freunden, zu Bekannten, ob sie ihn gesehen haben. Und bis mir ein Freund der Familie gesagt hat, was soll ich sagen? Ja, er war mit und er war verliebt. Wann war das? Im August dieses Jahr. Im August. Und wie sieht die Situation heute aus? Die Situation heute ist eigentlich so, wie er sie gewollt hat. Er hat eigentlich an dem gleichen Wochenende, Samstagnachmittags, meinen Kindern seine neue Frau vorgestellt. Wie bitte? Ein paar Tagen? Ja, nach ein paar Stunden. Nach ein paar Stunden, ja genau, nach ein paar Stunden. Dann kamen meine Kinder zu mir in der Bar und haben gesagt, also ich betreibe eine Bar. Ja. Haben gesagt, Mama, Papa hat eine neue Frau mit. Moment, das halten wir nochmal fest. Der hat die getroffen in der Nacht von Freitag auf Samstag. Ja, Samstagnachmittag um 3 hat er die neue Frau bei uns zu Hause aufs Sofa gesetzt, den Kindern vorgestellt. Dann war ich ja schon wieder arbeiten. Sonntagvormittag war ich dann zu Hause und er hat gesagt, du weißt Bescheid. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe es gehört. Wie alt sind die Kinder? Machst du bitte den Ton ganz weg vom Fernseher? Und der ist ganz weg. Der ist ganz weg. Wirklich nicht? Ich höre mich als Hall im Hintergrund. Na egal. Weil ich jetzt in der neuen Wohnung noch nicht so viel Möbel stehen habe. Vielleicht. Wie alt sind die Kinder? Meine Tochter ist 18, mein Sohn ist 10. Er ist 10 Jahre alt. Ja. Und dann hat er, ich fasse es gar nicht, da hat er nach ein paar Stunden denen gesagt, das ist meine neue Frau? Ja. Und wie haben die Kinder darauf reagiert? Ja, die kamen eben zu mir und haben gesagt, Papa hat eine neue Frau. Aber die müssen auch fassungslos gewesen sein. Ja, waren sie. So, und jetzt, heute? Und am Sonntag hat er mich gebeten, an dem August-Sonntag, hat er mich gebeten, bis Mittwoch auszuziehen. Ein Haus, ein Bungalow, 2 Autos, ganz normales Leben. Ich habe ihn kennengelernt, da war ich 15, dann haben wir geheiratet, 23 Jahre und dann
Kerstin, ich bekomme gerade einen kleinen Hinweis von meiner Regie, dass du... Deine Sendezeit ist zu Ende. Nein, gar nicht mal. Nein, dass du nur ein bisschen den Hörer näher an den Mund halten sollst, damit wir dich besser verstehen können. Irgendwie kommt das nicht so ganz gut rüber. Aber das ist ja eine Katastrophe, ist das ja. Wie war denn die Ehe so in den letzten Jahren, sagen wir mal so? Eigentlich harmonisch, aber ein guter Vater und auch ein guter Mann. Mhm. Aber vor 3 Jahren war richtig schwer krank, wie eben meine Vorvorsprecherin, die Renate, eben durch Alkohol. Da haben wir einen Entzug gemacht und wo ich so weit war und gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich suche mir eine andere Wohnung, ich ziehe aus. Wo jeder gesagt hat, kannst du nicht machen, wenn es Krebs wäre, dann würdest du das auch nicht machen. So, es ist Alkohol, steht zu ihnen. Habe ich alles gemacht und ich habe mir nach dem Entzug wieder so lieben gelernt, wie ich mir kennengelernt habe. Es gab keine Gewalttätigkeiten, er hat dich nicht geschlagen? Jein, er hat mich mal geschlagen in der Zeit, wo wir den Entzug zu Hause gemacht haben, weil er nichts mehr erkannt hat. Und da hat er mich die Treppe runtergeschubst und ich bin aufgestanden und ich habe gesagt, ich weiß, du hast es nicht so gemeint und habe mir gedrückt. Okay, das ist einmal passiert. Ja, aber sonst davor hatte mich jeder Arzt gewarnt und hat gesagt, ja, er kennt dann keine Bilder mehr. Diese Frau, mit der er jetzt zusammen ist, wie viele Jahre liegen das jetzt liegen da zurück, dass er die kennengelernt hat? Na, ungefähr, das ist eine Jugendliebe, wir sind 25 Jahre alt bei uns. Ja, kurz davor. Wohnt er jetzt schon bei dir? Nein, ich musste ja ausziehen aus unserer Wohnung von Sonntag bis Mittwoch, habe ich auch gemacht. Und er wohnt noch in unserem Haus. Ich meinte, es war nicht gut formuliert, wohnen die zusammen, meinte ich. Wohnen die schon, das noch nicht? Nein. Mein Sohn wollte ja beim Papa bleiben und in seinem Zimmer und im Haus und bei der Oma. Das habe ich auch gemacht. Habe den Wunsch von meinem Sohn akzeptiert, weil er vom Charakter her sehr stark ist. Wo ich gesagt habe, wenn ich jetzt nur an mich denke und meinen Sohn zu mir hole, dann breche ich ihn irgendwie. Und dann kamen aber schulische Defizite und auch körperhygienische Defizite, wo ich gesagt habe, so geht es nicht. Dann stand ich eines Tages mal Freitagnachmittag vor der Tür und habe mir abgeholt, so wie ich es ausgemacht habe. Und mein Mann hat die Türe zugelassen und mein Sohn stand da drin, Papa, bitte lass mich zur Mama. Und ich habe an die Tür geklopft und gesagt, Christoph, mach auf. Und mein Mann, du bleibst hier. Und dann den Samstag drauf bin ich wieder hochgefahren ins Haus und habe den Christoph, also meinen Sohn, geholt. Und da hat mein Mann gesagt, dann nehme ihn mit allen Konsequenzen. Und das hat mein Sohn gehört, der war dann erstmal hier in meiner Wohnung, der hat geweint und Mama, mein Herz, der war aufgeregt, der hat Nasenbluten bekommen, wo ich gedacht habe, hier ist, also wie ein Kind kurz vorm Herzinfarkt. Und jetzt krankt er eben sehr dran, dass sein Vater seinen 10. Geburtstag vergessen hat. Aber das ist fürchterlich, das ist ganz grauenhaft, was du da erzählst. Und ich denke mich gerade in dich hinein. Wenn du hast damit ja überhaupt nicht gerechnet. Das hat dich ja komplett kalt erwischt. Ja. Und dann an einem Wochenende, wo ich den Kopf überhaupt nicht, und ich konnte auch nicht weg und ich konnte auch nicht irgendetwas regeln, wenn man selbstständig ist, eine Bar hat und Bierwagen, war ein großes Stadtfest. Ich stand eigentlich drin, habe meine Arbeit getan und war ein Schatten von mir. Hat er denn irgendwann mal, war er Kerl genug und hat dir zumindest mal ein bisschen seine Gefühlswelt erklärt? War eine Jugendliebe und es hat Summ gemacht. Titel. Das war's. Er hat aber nichts. Ach, das ist alles Unsinn. Letztendlich steckt dahinter, dass der wahrscheinlich schon über einen sehr langen Zeitraum mit eurer Beziehung unzufrieden war und unglücklich. Sonst macht man so etwas nicht in einer derartigen Radikalität. Er sagt, ich bin nicht mehr die er kennengelernt hat. Ja, ich bin 41 und kennengelernt hat er mich, wo ich 15 war. Ich habe mich weiterentwickelt und habe auch die Ansprüche höher gesteckt. Also das Schlimme an dieser Geschichte ist, dass du überhaupt gar nichts tun kannst, dass du dich mit deinem Schicksal abfinden musst. Ja. Das ist das Schlimme. Dein Mitarbeiter hat mir gesagt, ich soll zu einem Familienanwalt gehen oder irgendwas in eine Anwaltsrichtung. Und wo ich jetzt sage, habe ich nicht die Kraft dazu. Ich habe innerhalb von den letzten 5 Monaten von der Konfektionsgröße 44 auf 34 und das ist teilweise durch. Sicher, das Juristische muss geklärt werden, das ist völlig klar. Aber das Emotionale kannst du natürlich nicht einklagen. Der ist
innerlich komplett weg von dir. Und das ist das Schlimme. Und wenn man das nicht, wenn man das so nicht allein verkraftet, sollte man sich vielleicht gerade in so einer Krisensituation schon vielleicht für eine Weile mal ein bisschen Hilfe von außen holen. Jetzt ist gleich die Sendung vorbei, Kerstin. Ich würde gerne vorschlagen, dass wir dich gleich nochmal anrufen, um dann noch ein paar Einzelheiten zu besprechen. Okay? Ja. Okay, Kerstin, bis gleich. Danke. Tschüss. Dir und Kompliment an dein Team und an deine Sendung. Sehr nett von dir, vielen Dank. Tschüss. Danke. So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik. Michael Verhoeven. Morgen.